Bei winterlichen Temperaturen und starkem Nebel versammelten sich die Läufer am Start des ersten Schweinfurter Hochauslaufes. 1,5 Kilometer Wegstrecke, 150 Höhenmeter und 500 Stufen galt es am Faschingssonntag zu überwinden. All das mit gutem Grund. Erstens mal wegen der Lust am Laufen. Ich laufe gern, in der Natur vor allem. Und gerade im Winter und mit den Stockwerken, die heute zu meistern sind, das ist eine ganz besondere Sache. Und da ist in allererster Linie auch die gute Tat zu sehen für Tobias Weigand. Und da tun wir uns gern engagieren. Sind die beiden die Strecke vorher mal abgegangen? Nein, auf jeden Fall nicht. Das machen wir, also ich mache das persönlich mal als Herausforderung, dass man mal sieht, was so geht. Nach einem langen Studium wenig Sport gemacht und jetzt wollen wir mal sehen, wie das läuft heute. Und dort ging es hinauf. Wer es in den 24. Stock auf das Dach des blauen Hochhauses schaffen wollte, der musste schon eine gewisse Lust am Treppensteigen mitbringen. Doch bevor man den blauen Riesen in Angriff nehmen konnte, stand der Wildpark an den Eichen auf dem Programm. Trotz Schnee und Schlamm herrschte auf der Strecke stets gute Laune. Schritt für Schritt arbeiteten sich die Läufer dem wahrscheinlich höchsten Punkt Schweinfurts entgegen. Mehr oder weniger elegant kreiselten die Starter durch das Treppenhaus des Wohnturms. Sowohl der Nachwuchs als auch die etwas routinierteren Athleten meisterten den Aufstieg aber ohne Probleme. Es blieb niemand auf der Strecke. Ja, trotz der schlechten Witterung hat alles perfekt geklappt. Wir haben also keinen Verletzten, zumindest ist mir nichts bekannt. Wir haben über 200 Leute auf die Strecke gebracht. Natürlich hat uns der Fasching und auch die schlechte Witterung vielleicht den einen oder anderen Läufer gekostet. Aber insgesamt ist es auch für die Turngemeinde und für die Sache allgemein super Aktion. Also zuerst waren die Leute hier, haben quasi Blut gespendet bei der Typisierungsaktion und jetzt haben sie heute quasi nochmal Schweiß gespendet auf der Strecke. Trotz solider Arbeit am Streckenrand im Brennpunkt standen diese Herren am Sonntag nicht. Im Gegensatz zu den Männern von der Feuerwehr sprintete Carsten Eich, der deutsche Rekordhalter im Halbmarathon, die Stockwerke nach oben. Ja, es war eine ganz neue Erfahrung. Ich habe noch nie einen Treppenlauf mitgemacht, habe mich auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und von daher kamen mir sicherlich die ersten Meter durch den Wildpark hier noch entgegen. Das war ja das Terrain, was ich kenne, das Treppenhaus hier selber. Wie gesagt, noch nie gemacht, aber es hat ganz gut funktioniert. Und ja, das Wichtige war heute dabei zu sein, ein bisschen Aufmerksamkeit auch für die Veranstaltung im Vorfeld zu wecken. Und das ist ja heute für einen guten Zweck. Und ich denke, damit sind alle, die heute hier dabei waren, schon Sieger. Der Erlös des Laufes soll der Spendenaktion Tobias Weigand zugutekommen. Der Dreijährige leidet an einer kaum erforschten Krankheit, für die eine geeignete Stammzellenspende lebensnotwendig ist.